Wächter für die AfD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Der Brexit war wahrlich ein Fest der Demokratie. Das ist Ihnen fremd, Herr Kollege, aber in freier Volksabstimmung haben sich die Briten entschieden, dieser übergriffigen Europäischen Union mit ihrem komplett perversen Demokratieverständnis, mit ihren ständigen Eingriffen in Angelegenheiten der Mitgliedstaaten, mit ihrer inkompetenten Kommission den Rücken zu kehren. Und ehrlich gesagt, hier können wir auch mal unseren britischen Freunden dazu gratulieren, meine Damen und Herren. Denn die Briten haben sich wahrlich viel erspart. Sie ersparen sich Quoten darüber, wie viele illegale Migranten sie in ihrem Land aufnehmen müssen. Sie sparen sich auch Zwangshaftungen für milliardenschwere Dauerförderprogramme für Länder wie Spanien, die nach dem Motto operieren, sie finanzieren auf EU-Gelder mal eben die 4-Tage-Woche, während in Deutschland mittlerweile manche schon 6 Tage arbeiten müssen, damit sie ihre Familie durchbringen müssen. Das ist keine Europäische Union, die gut wäre. Und wir als AfD stehen dafür, dass wir Deutschland auch aus dieser Europäischen Union hinaus ausführen können in eine bessere und unabhängige Zukunft. Und aus gutem Grund, denn wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, die EU kann es nicht. Die EU kann es nicht. Wir haben es erst kürzlich wieder gesehen beim Impfstoffdebakel. Ursula von der Leyen kann offensichtlich nicht einmal Verträge offensichtlich gut verarbeiten. Und es ist einfach daneben gegangen, die Briten sind wesentlich weiter als wir. Ursula von der Leyen ist verantwortlich auch für unterbrochene Lieferketten. Herr Gverdi hat es gesagt. Sie besteht nämlich auf dieser Anwendung des Protokolls über Irland, was mittlerweile schon die DIHK kritisiert und für absolut ungut befindet. Ja, und auch im Außenpolitischen ist Ursula von der Leyen absolut unfähig. Das hat ihr Türkei-Besuch gezeigt. Ganz im Übrigen, Sofagate ist ja rauf und runter berichtet worden in den Medien. Ich glaube nicht, dass Präsident Erdogan, den ich persönlich extrem ablehne, frauenfeindlich ist. Er hat einfach Ursula von der Leyen. Er hat einfach Ursula von der Leyen ihren Fähigkeiten entsprechend platziert. Und meine Damen und Herren, diese Übergriffigkeit, die ich erwähnte, die zeigt sich insbesondere auch darin, wie dieses Handels- und Kooperationsabkommen jetzt verabschiedet werden soll. Es ist verhandelt worden zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Wie, darüber bereite ich jetzt lieber mal den Mantel des Schweigens aus. Das ist nämlich ebenfalls peinlich für Frau von der Leyen. Auf jeden Fall sind dort Inhalte verhandelt worden und wir sind uns alle einig, es ist eines der wichtigsten Abkommen überhaupt, weil Großbritannien ein wichtiger Partner für uns ist. Und da sind viele Regelungen drin zu Wirtschaft, Handel, aber eben auch zu Dingen, die völlig in die nationale Souveränität fallen, wie zum Beispiel die soziale Sicherheit. Und es ist üblich, dass solche Assoziationsabkommen in nationalen Parlamenten aller Mitgliedstaaten abgestimmt werden. Jetzt aber will das die EU-Kommission plötzlich nicht mehr, definiert das als nur EU-Abkommen und erfindet fadenscheinige rechtliche Gründe, damit das möglich sei. Und ehrlich gesagt, was ich am verwerflichsten finde, das ist, dass Sie sich von CDU, CSU und SPD auch noch an die Spitze dieses Zuges setzen, statt dem zu widersprechen, weil Sie eben nicht wollen, dass dieses Abkommen in diesen Mauern verhandelt wird, weil Sie nicht wollen, dass das Parlament, das dem deutschen Volke verpflichtet ist, darüber entscheidet, weil Sie das alles nicht wollen. Und das ist inakzeptabel. Das ist übrigens genauso inakzeptabel wie die angebliche rechtliche Begründung. Da wird ja ausgeführt, dass es eine konkurrierende Gesetzgebung gäbe und dass also, wenn die EU-Kommission mal Rechtsetzungsakte erlassen hat, dass sie dann quasi darüber verfügen kann und dann dort auch alleinig dafür zuständig ist, weil das eben das nationale Recht überforme, so haben Sie es in der Drucksache ausgedrückt. Und mal ganz ehrlich, genau da ist doch das Problem. Wir von der AfD wollen nicht, dass gesetztes, demokratisch gewähltes Recht von irgendwas überformt wird. Wir wollen, dass die Menschen demokratisch darüber entscheiden können, wie es in ihrer Zukunft weitergeht. Und deswegen werden wir keine Stellungnahme akzeptieren, die mal eben EU-only durchwinkt, die durchwinkt, was diese Bundesregierung auch falsch eingefädelt hat. Wir brauchen dieses Abkommen hier zur Entscheidung. Zweitens, wir brauchen bilaterale Verträge mit Großbritannien, damit wir zum Beispiel Jugend- und Studentenaustauschprojekte einsetzen können, die deutlich besser sind als Erasmus. Und drittens, Deutschland sollte auch diese Europäische Union zugunsten einer viel besseren Zukunft verlassen. Haben Sie herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin